Hallo, liebe TV Pro-User. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie wirkt sich, in ein paar Wochen ist es ja soweit, wir werden wieder im Freien spielen, wie wirkt sich die Umstellung aus der Halle nach draußen auf die Außenplätze auf unsere konditionellen Fähigkeiten aus? Ich möchte da einfach mal drei Aspekte raussuchen. Aspekt Nummer eins, Ausdauer. Erwiesenermaßen, die Ballwechsel in der Halle, die sind kürzer als im Freien. Wir können also davon ausgehen, nicht nur im Profisport, sondern auch bei uns im Freizeitsport ist es so, Ballwechsel im Freien werden länger. Das heißt also grundsätzlich mal vielleicht als Maßnahme ab und zu mal einen Jogging-Schuh anziehen, rausgehen an die frische Luft, eine Runde laufen, kann für eure Ausdauer nur positiv sein. Was immer schade, spielen wir ein langes Match und verlieren das Match nicht, weil wir schlechter spielen, sondern weil uns die Puste ausgeht, ist nicht so prickelnd. Punkt Nummer zwei. Grundsätzlich müssen wir, dadurch, dass die Bälle mehr abgebremst werden, im Freien, gerade im Frühling, mehr arbeiten. Das heißt, wir müssen mehr und größer ausholen, wir müssen mehr aus unserem ganzen Körper herausspielen, als wir das in der Halle machen. Da als Maßnahme, da habt ihr Mike's Tabatas, da seid ihr im Prinzip richtig gut aufgestellt, wenn er die mit dem neuen Wochenplan einbaut. Last but not least, dritter Teil ist von mir aus gesehen sehr, sehr wichtig, und zwar geht es darum die Schnelligkeit, um die Beweglichkeit. Wir sind uns einig, gerade im Frühjahr, wenn wir nach draußen gehen und spielen, vertatzen die Bälle sehr oft. Ja? Jeder zweite, dritte Ball verhüpft irgendwie da draußen. Da gibt es jetzt zwei Klassen von Spielern. Die einen, die regen sich drüber auf und fluchen und beschweren sich über den Tennisplatz. Und dann gibt es die andere Kategorie, die nimmt es einfach als äußere Tatsache an und sagt, okay, gut, es ist nun einfach mal so, ich mache das Beste daraus und versuche damit zu leben und so optimal wie möglich zu spielen. Und da empfehle ich euch halt einfach auch, gehört von mir aus gesehen, auch bei uns Freizeitspielern in jede Tennisberg rein, besorgt euch ein anständiges Sprungseil, weil das ist etwas, das lässt sich ganz locker mit in euren ganz normalen Trainingsablauf einbauen. Macht 5 oder 10 Minuten mit dem Sprungseil euch vor dem Training warm, beziehungsweise benutzt es als Auslaufen. Da habt ihr im Prinzip diesen ganzen, sage ich mal, Beweglichkeits- und diesen Koordinationsbereich für eure Beine wunderbar abgedeckt. Versucht das alles in euren Tagesplan einzubauen, beziehungsweise in euren Wochenplan. Ich bin der Meinung, das ist keine komplizierte Angelegenheit. Es ist kein immens großer Zeitaufwand, den wir betreiben müssen. Und wir haben dann einfach mehr Spaß im Freien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann, macht's gut.